So, heute geht es um eine Story, die ihr alle kennt. Die Story von Ruth und Mara. Ruth und Mara. Okay. Wisst ihr, in der Bibel ist jedes Wort, jede Begebenheit, jede Geschichte, jedes Buch von größter Bedeutung. Absolut wichtig. Da ist nichts, was umsonst ist. Da haben wir beispielsweise das Buch Hiob. Und das Buch Hiob ist etwas, wo es um Leid geht natürlich. Richtigen Umgang mit Leid. Aber auch mit Selbstmitleid, wenn man mal genauer hinguckt. Und vor allen Dingen mit Selbstgerechtigkeit. Das war nämlich das größte Problem, was der Hiob hatte. Selbstgerechtigkeit. Aber da muss man schon genauer hingucken. Dann das Buch Esther. Ein gewaltiger Sieg des Volkes Gottes über einen gigantischen feindlichen Plan. Einen wirklichen geplanten Holocaust. Anders kann man es nicht sagen. Wo der Herr durch Gnade und durch tapferes Eingreifen von dieser jungen Frau einfach dafür gesorgt hat, dass sein Volk gerettet worden ist. Esra, eine grandiose Story, wenn man sich damit beschäftigt. Esra, da geht es um den Wiederaufbau des Tempels. Das ist das, was wir brauchen. Der Wiederaufbau des Hauses Gottes, was so zerschlagen ist in unserer Nation, in Europa. Nicht wahr? Da kann man viel rausholen. Nehemia, wo es um den Mauerbau geht, um den Schutzwall um Jerusalem. Geistlich ganz, ganz bedeutsam, wenn man sich damit beschäftigt. Schutz für das Volk Gottes. Und dann gibt es dieses eigentümliche Buch Ruth. Und wenn man sich das mal genauer anguckt, sagt man, ja, warum steht das eigentlich in der Bibel? Das ist ja nun eine Story, eher so im familiären Umfeld, zur Zeit der Richter. Irgendwie so, ja, man weiß nicht so recht. Nett, schön, Kindergottesdienstgeschichte. Klassisch, ne? Eine der ganz klassischen Geschichten und auch wirklich nett, ne? Harmlos, freundlich. Ja. Ich glaube, da steckt sehr viel drin. Und ich glaube, da steckt viel mehr drin, als wir bis jetzt überhaupt erkannt haben. Wisst ihr, da gibt es natürlich Aspekte, die man relativ leicht sieht. So, ich sag mal, die diakonische Begleitung. Ist ja relativ offensichtlich, ne? Treue. Diese Hingabe von dieser jungen Frau an eben diese ältere Dame. Das Miteinander, dieses Ding mit den Generationen. Freundschaft, Hingabe für Bedürftige und so weiter, es steckt da ja alles drin. Und deshalb ist das auch eine sehr gern genutzte Geschichte. Worum es mir heute geht, sind zwei Aspekte, über die du wahrscheinlich mit dieser Geschichte noch nie nachgedacht hast. Und da möchte ich dich mal mitnehmen. Der erste Aspekt heißt, Gott nimmt dich an. Okay, klassische evangelistische Botschaft. Super. Zweitens, in der Story ist eine ganz geheimnisvolle prophetische Beziehung aufgezeichnet, nämlich die Beziehung von Israel zur Gemeinde. Und das ist wirklich, wirklich geheimnisvoll. Okay, wir schauen uns jetzt erstmal die Geschichte an und ich gebe so ein paar Zusatzinfos dazu. Das Buch Ruth handelt von einer heidnischen Frau, die ihr ganzes Vertrauen auf den Gott Israel setzt, mit ihrer Schwiegermutter Naomi oder Noomi, je nach Bibelübersetzung, in deren Heimat folgt, aus der diese Ruth ja nicht kommt. Dort in Noomis Heimat erfährt sie Gottes Versorgung und findet den Mann, der für sie eintritt und sie auslöst und den sie dann auch heiratet. Gut, das war die Kurzform. Noomi. Der hebräische Name Noomi bedeutet Wonne oder Lieblichkeit. Wonne oder Lieblichkeit. Naomi. Die kam aus Bethlehem.
Bethlehem. Ne? Bethlehem. Ihr kennt biblische Begriffe wie Bethel, Bethsaida, Bethlehem. Beth heißt Haus. Beth heißt Haus. Also Bethel heißt Haus Gottes. Und Bethlehem heißt Haus des Brotes. Brothaus. Bethlehem ist das Haus des Brotes. Da gibt es Brot. Kornhaus, Brothaus. Und die Story fängt ja schon mal sehr bemerkenswert an, dass ausgerechnet tragischerweise genau in diesem Ort beim Haus des Brotes eine Hungersnot kommt. Mitten in Israel. Hungersnot im Haus des Brotes. Das ist genau etwas, wo viele Leute sich andocken können. Wo sie sagen, ich fühle mich wie in einer Hungersnot, obwohl eigentlich geistlich alles da ist. So, und so war also diese Familie mit dieser Wonne in dieser Bedrängnis. Und warum auch immer, das berichtet die Bibel nicht, zieht die Familie ins Ausland. Nun, das entsprach nicht dem mosaischen Gesetz. Sie haben ihr Erbteil verlassen und sie haben ihren Lebensunterhalt bei der Nachbarnation unter den Heiden versucht. Warum auch immer das so war, keine Ahnung. Auf jeden Fall war das nicht der Normalfall. Sie sind jedenfalls ins Nachbarvolk gegangen, unter die Heiden, um dort eben, ich sag mal, zu überleben. Welche Ironie. Eine Hungersnot in der Stadt des Brotes, im Haus des Brotes. So, und jetzt geht die Story ziemlich blöd weiter. In dieser fremden heidnischen Nation, zu der sie gar nicht gehört, da stirbt jetzt Noomis Mann. Der heißt Elimelech. Das ist Hebräisch und heißt, mein Gott ist König. Gute Proklamation. Mein Gott ist König. So, der stirbt. Das war die größte Tragödie, die für eine Frau passieren konnte damals. Weil damit die Versorgung völlig zusammenbricht. Es sei denn, sie hat Kinder, die die Versorgung übernehmen können. Das wiederum war der Fall. Die hatte zwei Söhne. Und diese beiden Söhne waren sogar schon verheiratet. Die hatte sie nämlich mitgenommen nach Moab. Und die hatten da, wie ihr wisst, moabitische Frauen geheiratet. Heidnische Frauen. Jüdische Männer mit heidnischen Frauen. Und jetzt kommt die Tragödie. Naomi verlässt sich darauf, dass diese beiden Familien ihrer Söhne, ja, die ihre Söhne gegründet haben, jetzt sie natürlich versorgen können. Da stirbt der Erste. Katastrophe. Und dann stirbt auch noch der Zweite. Die Bibel sagt nicht, woran die gestorben sind, aber sie sterben. Das war jetzt also ein Worst-Case-Szenario, wie man sich schlimmer kaum noch ausmalen kann. Ihre gesamte Sicherheit, ihre gesamte Versorgung, ihr gesamtes Umfeld, alles, alles brach völlig zusammen. Die Frau stand vor dem Aus. Völlig am Ende. Die Zeit in Moab hat ihr ihre Ehe geraubt, ihre Söhne geraubt, ihre Zukunftssicherung geraubt, ihre Existenz geraubt, ihr ganzes Leben geraubt. So, jetzt möchte ich zuerst mal darauf hinweisen, dass das keine Ur-Ur-Oma war. Man hat da immer so ein Bild davon, dass das so eine alte, gebrechliche, verhärmte, faltenüberzogene Dame ist, die gerade noch so mit dem Stöckchen laufen kann. Irrtum. Schau mal, damals war das Heiratsalter etwas über 15 Jahre. So, also die wird irgendwo zwischen 15, höchstens 20 geheiratet haben. Dann hat sie die Söhne bekommen, bis die im heiratsfähigen Alter waren. Ne? Ja, und dann sind die gestorben und irgendwann war sie dann da allein. Ich schätze mal, die war Anfang 40, vielleicht 45. Sie sagt sogar in dieser Story, wenn man da mal reinguckt, wenn ich noch mal Kinder bekommen könnte oder würde. Also so ganz aus der Welt war das noch nicht. Ja, die war nicht
so uralt, wie wir immer denken. Das war eigentlich, ich sag mal, eine Frau in besten Jahren. Ne? So etwa 45. Und was die Frau in ihrem Leben schon erlebt hatte, waren die katastrophalsten Traumata, die du dir nur vorstellen kannst. Guck mal, zuerst mal in ihrer Heimat bricht alles zusammen. Die Versorgung bricht zusammen. Dann beschließt die Familie, die Heimat zu verlassen. Versorgung kaputt, aus der Heimat weg. Heimatlos irgendwo in irgendwohin. Ja? Ich meine, das war jetzt nicht so weit, das waren 100, 120 Kilometer vielleicht, die das waren, aber das war trotzdem in Ausland. Und ein völlig anderes Regime, eine andere geistliche Atmosphäre. Heidnisches Nation. Und dort, ja, stirbt der Mann. Die hatte ja noch Jahrzehnte vor sich mit dem. Und der erste Sohn. Und der zweite Sohn. Das war vollkommen abartig. Die war völlig unter traumatischen Situationen. Alles, was man im Leben sich nur vorstellen konnte, hatte diese Frau wirklich abgekriegt. Ihr Leben war im Grunde genommen zu Ende. Jetzt hatte sie aber die beiden Mädels da noch. Nun, wir wissen nicht, wie alt die waren. Ich schätze mal 20. Höchstens 25. In der Bibel wird Ruth als junge Frau beschrieben. So, jetzt haben wir da also diese, sag mal, gestandene Frau mit den beiden Mädels, alle drei im Grunde genommen vor der katastrophalsten Situation für damalige Verhältnisse. Jetzt muss man wissen, diese Eheschließungssituation damals war so, dass die Frauen ja quasi in die Familie des Mannes hineingekauft wurden. Das heißt, nach dem Recht damals gehörten die jetzt zur Familie, nämlich zur Familie von Naomi. Die gehörten nicht mehr zu ihren anderen Familien, wo sie herkamen, sondern sie gehörten jetzt richtig, komplett rechtlich zu Naomis Familie. So war das damals mit diesen Heiratsverträgen. Die waren aus ihren Familien quasi rausgekauft worden. Und jetzt hatte Naomi die Verpflichtung, sich um die beiden Damen zu kümmern, und die beiden hatten die Verpflichtung, die Naomi irgendwie zu versorgen. Und alle drei standen vor dem Scherbenhaufen. Das war wirklich eine blöde Situation. Und dann haben sie sich auf den Weg gemacht, wieder nach Israel. Weil, man beachte, wie das hier die Bibel beschreibt, in Ruth 1, Vers 6, sie hören dort, in der heidnischen Nation, hören sie was? Was hören sie? Dass Jahwe sein Volk heimgesucht habe, um ihnen Brot zu geben. Brot im Haus des Brotes war wieder da. Und dann haben sie gesagt, okay, nix wie hin. Und sie haben sich auf den Weg gemacht. Und dann kommt es dazu, dass die Naomi irgendwann auf dem Weg sagt, Moment mal, Leute, geht zurück. Bleibt an eurem Volk. Geht wieder zu euren Familien. Das war ein rechtlicher Akt. Sie hat die wieder zurückgeschickt, hat sie freigelassen, hat sie aus der Verpflichtung rausgenommen, sie versorgen zu müssen. Das war von ihr im Grunde genommen das letzte Loslassen von der Sicherheit, die sie noch hatte. Hat gesagt, geht. Das war nicht selbstverständlich. Die beiden Frauen waren quasi verpflichtet, mit ihr zu gehen und sie zu versorgen. Und sie hat gesagt, ich lasse euch frei. Das ging nicht von den Frauen aus, das ging von Naomi aus, wenn du es liest. Aber so muss man wissen, wie das damals einfach gehandhabt wurde. Ich lasse euch frei, dass ihr euch neu verheiraten könnt und Ehe schließen könnt und einfach in ein neues Leben reinkommt. So, und dann wollten beide erst nicht, und dann hat aber die eine beschlossen, ja, ich gehe zurück. Ich gehe in mein Heimatland, ich gehe nach Moab. Und das war die Orpa, das heißt die Widerspenstige. Die ist zu ihrem Gott zurückgegangen. So, und die andere, wie ihr wisst, die Ruth, hat sich nicht abschütteln lassen.
die hat sich nicht abschütteln lassen. Mehrfach hat die Naomi versucht, Mädel, geh zurück, geh zu deiner Familie, bleib hier, du brauchst nicht mitkommen. Und die Ruth hat sich nicht abschütteln lassen. Warum? Das berichtet die Bibel nicht. Treue, Hingabe, der Herr war es, der sie gezogen hat. So, Ruth kommt vom Hebräischen Reut und heißt die Kameradin. Die Kameradin. Das ist ein wichtiger Begriff. Ruth heißt die Kameradin. So, die hat also mit Beharrlichkeit die Frau begleitet und die, und ihr merkt schon, wie prophetisch das Ganze ist, ändert ihren Namen. Sie sagt, ich will nicht mehr Naomi heißen. Nennt mich Mara. Ich will nicht mehr Wonne oder Lieblichkeit heißen. Nennt mich Bitter. Mara heißt Bitter. Beim Auszug aus Ägypten gibt es auch diese Geschichte mit diesem Mara-See oder was das war. Ne? Die Bittere, die Betrübte. So, und jetzt machen die beiden Frauen, sind auf dem Weg nach Israel. Die Verhärmte vielleicht, Mara, und diese wahrscheinlich noch sehr junge Lady aus den Nationen. Dreimal hat Naomi sie aufgefordert, sie zu verlassen, und dreimal hat Ruth widerstanden. Und dann kommt es zum eigentlichen Kernpunkt von dem ganzen Buch. Nämlich dem Bekenntnis, dem Statement, der Proklamation, der Deklaration von Ruth. Kapitel 1, Vers 16 bis 17. Da sagt sie, wohin du gehst, dahin will ich auch gehen. Und wo du bleibst, da bleibe auch ich. Dein Volk ist mein Volk. Und dein Gott ist mein Gott. Nur der Tod soll dich und mich scheiden. Wie wir hinterher sehen werden, ist das Ding, und deshalb habe ich das ein bisschen versucht klarzumachen, viel mehr als nur irgend so eine Aussage, die da eben mal macht. Das ist eine Proklamation, die größte Tragweite hat. Da kommen wir zum Schluss hin, um das nochmal zu untersuchen. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Dein Gott ist mein Gott. So, Ruth hat sich jetzt also mit der Naomi auf den Weg gemacht in die wahrhaftig nicht rosig scheinende Zukunft. Wir lesen nicht, dass die irgendwie ein Wort des Herrn hatte, einen prophetischen Eindruck, irgendein Engel, der gekommen ist und sagt, komm, mach mal mit. Kein Wort. Die ist einfach nur mitgegangen, weil irgendetwas in ihr sie gezogen hat. Eine Stärke, die man Treue nennt. Und dann kommen die beiden Frauen irgendwann in Bethlehem an, im Haus des Brotes. Und die Bibel berichtet ausdrücklich, dass es zur Zeit des Beginnes der Gerstenernte war. Das ist ja nur eine interessante, sehr präzise Formulierung. Und da müssen wir einen kleinen Schlenker machen. Wenn wir nämlich mit den biblischen Festen beschäftigen, da gibt es ein Fest, was direkt, unmittelbar mit dem Beginn der Gerstenernte verkoppelt ist. Passa. Passafest. Das Passafest ist der Beginn der Gerstenernte. Bevor die Erstlingsfrucht am zweiten Passatag nicht gebracht worden ist, darf die Ernte nicht beginnen. Das ist sozusagen die erste Ernte, die in Israel eingebracht wird. Im prophetischen übertragenen Sinn steht das Passafest für den Eintritt in das Leben mit Gott. Ja, da gedenkt man an die Lämmer, die geschlachtet wurden, das Blut, was an die Pfosten kam. Und dann den Auszug aus Ägypten. Heraus aus der Sklaverei, heraus aus der Unterdrückung des Sklaventreibers, heraus frei werden aus diesem Ägypten. So, das steht für die Macht der Sünde, das alte Leben. Man kommt raus. Der Pharao ist ein Bild für den Satan. Man wird frei von dieser Unterdrückung, von dieser Sklaverei. Warum? Durch das Blut des Lammes, was an das Holz gestrichen worden ist. Hochprophetisch,
ganz klar auf Jesus hinweisen. Da ist das Neue Testament völlig unmissverständlich. So, wenn ich also Passa sage, dann geht es um Bekehrung, um den Eintritt in ein Leben mit Gott. Die Braut aus den Nationen, die Ruth, kommt in dem Moment in Israel an, der für Bekehrung steht. Okay? Eigentlich ist das der logischste und vernünftigste und einzigste Zeitpunkt, der überhaupt Sinn macht. Das ist der Punkt, wo sie sozusagen in die Absichten Gottes hineintritt. Bekehrung. So, Gerstenernte. Ihr wisst, wie es dann läuft. Da ist dann eben diese Gerstenernte und sie ist dann da, geht auf die Felder, um eben Ähren zu sammeln, damit sie Versorgung haben. Und wir müssen jetzt eine Sache verstehen. Also im alten Israel war es durch diese Jubeljahr-Geschichte nicht möglich, dass man Landbesitz verkaufen konnte. Also wenn die Familie von der Elimelech und der Naomi hier also in Bethlehem Land hatte, was wir gleich lesen werden, dass sie es hatte, ja, dann konnte das nicht einfach verkauft werden, und zwar weg. Das war eher wie verpachten, bis zum Jubeljahr. Bis zum Jubeljahr, dann kam es wieder an den ursprünglichen Besitzer zurück. Und vielleicht war das genau der Fall. Das würde jedenfalls Sinn machen, dass sie wieder zurückgehen in ihr Erbteil und dass es ihr wieder zufällt und ihr wieder zur Verfügung steht. Weil, wie wir hinterher sehen werden, hat sie Landbesitz. Es gibt also irgendwas, was ihr rechtmäßig dort in Bethlehem zusteht. Deshalb die Story mit diesem Löser, auf die wir gleich kommen. Die Knechte von dem Boas, auf die der Herr jetzt eben da die Ruth geführt hat, auf die Felder, ja, werden von ihm instruiert, dass sie sich ein bisschen um die kümmern sollen, ein Auge drauf halten sollen, ja, während die da also das einsammelt. Und er sieht die und sieht, wie fleißig sie dabei ist und die Demut und die Hingabe an eben eine Verwandte von ihm, diese Naomi, die da wieder aufgetaucht ist. Die sammelt Ähren auf, also Brot. Brot ist hier ganz zentral von der Bedeutung von der prophetischen in dieser Story. So, und irgendwie kommt die Aufmerksamkeit von diesem Boas auf die Ruth, auf diese Frau aus den Nationen. Er war irgendwie fasziniert von ihr. Warum? Treue, Hingabe, Ernsthaftigkeit, den Weg zu gehen, Bereitschaft in der Ernte mitzuarbeiten. Wer weiß. Und diese Sache läuft dann weiter und letztlich hat er sie zur Frau genommen. Dadurch, dass er sie zur Frau genommen hat, hat er sie ins auserwählte Gottesvolk aufgenommen. Sie kam in das Volk Gottes, in die Absichten Gottes hinein, als heidnische Frau, als Moabiterin. Erst dann hat auch Gott ihren Mutterleib geöffnet. Die war ja keine Jungfrau mehr. Ja? So, jetzt hat sie mit dem Boas einen Sohn gekriegt, der hieß Obed. Obed wiederum hatte einen anderen Sohn gekriegt, der hieß Isai. Und das war der Vater von David. So, Ruth ist die Urgroßmutter Davids. Ruth ist die Urgroßmutter Davids. Heidnische Frau, Quereinsteigerin, Moabiterin, wird Heilhaber der Heilsabsichten Gottes. Die kam von außen rein in den Stamm Juda und wurde nicht nur Vorfahrin des König Davids, sondern des Messias. Ohne Ruth hätte es die messianische Linie, die der Herr gebraucht hat, nicht gegeben. Das Tal ihres Lebens bringt sie zum Mann ihres Lebens. Und in die Absichten Gottes hinein. Soweit erstmal die Story. Da steckt noch mehr drin. Kommen wir zum ersten Punkt. Gott nimmt dich an. Diese Story ist im Grunde genommen viel unverschämter, als wir kapieren. Ich möchte dazu ein bisschen ausholen. Das ist nämlich wirklich bemerkenswert.
Ruth kam aus Moab. Das sagt uns natürlich jetzt erstmal nichts. Moab, ja, irgendwie so ein Nachbarland. Irgendwie taucht das mal auf oder so. Was wissen wir, was mit Moab ist? Ich helfe dir auf die Sprünge. Der Stamm Moab war mit Israel verwandt. Vor kurzem hatten wir über die Midianiter gesprochen, die auch direkte Verwandtschaft sind. Ähnlich war es mit den Moabitern. So, Abraham wurde von Gott berufen, da hieß er noch Abraham, auszuziehen und sich auf den Weg in das Land zu machen, das der Herr ihm zeigen will. Und Gott hat zu ihm gesagt, geh aus deinen verwandtschaftlichen Bindungen raus. Und Abraham war nicht gehorsam. Er hat nämlich einen mitgenommen von seiner Verwandtschaft. Wer war das? Der Lot, sein Neffen. Der Lot war dabei. Später haben die beiden sich getrennt, ich sag mal aus wirtschaftlichen Gründen. Okay? Und der Lot ist mit seiner Frau und seinen beiden Töchtern in die gottlose Stadt Sodom gezogen. Als die Stadt durch das göttliche Gericht vernichtet wurde, kam Lots Frau um und er mit den beiden Mädels flüchtet in eine Höhle. Okay. Warum flüchtet der in eine Höhle? Das war ein steinreicher Typ, der hatte seine Herden überall in der Region. Der hatte Leute, die eben nicht in Sodom waren, sondern seine Hirten, sonst was. Der hatten da seine, sag mal, keine Ahnung was, seine Möglichkeiten. Und der flüchtet in der Höhle. Ein paar Kilometer weiter war Abraham. Warum ist er denn nicht zu dem gegangen? Was macht der Mann in der Höhle? Sonderbar. Der flüchtet in die Höhle mit den beiden Mädels. Irgendwie muss der einen psychischen Knacks da gekriegt haben, als Sodom unterging. War jedenfalls nicht normal, völlig abnormal. Und die beiden Mädels, die würde ich mal sagen, haben auch einen abgekriegt. Denn was immer da abging, die beschließen, jetzt sind unsere Männer weg oder unsere Verlobten oder was das war, jetzt haben wir keinen Nachwuchs, ach was ein Elend, wie kommen wir jetzt an Nachwuchs ran? Und dann beschließen die, ihren Vater betrunken zu machen und sich von dem Vater schwängern zu lassen. Hier, das ist eine blöde Story. Das ist auch unlogisch, was das soll. Das ganze Ding ist irgendwie überhaupt nicht schlüssig. Auf jeden Fall haben die das gemacht, haben den Vater betrunken gemacht und haben sich schwängern lassen. Und in der Tat, die ältere Tochter hat einen Sohn gekriegt und hat ihn Moab genannt. Und die jüngere Tochter hat auch einen Sohn gekriegt, den nannte sie Ben-Ami. So, das war der Stammväter der Moabiter und der Ammoniter. Moab war ein Großneffe Abrahams. Verwandtschaft. Aber eine heidnische Nation. Wie mit vielen von diesen Verwandtschaftsstämmen und Völkern, haben die sich im Lauf der Geschichte gegen Israel gewandt. Sie haben sich gegen das Gottesvolk gewandt und wurden zu Feinden. Beispielsweise haben die Moabiter, als Israel nach dem Auszug aus Ägypten durch ihr Gebiet hindurchziehen wollte, haben sie sich geweigert, ihnen Versorgung zu geben, Brot und Wasser zu geben. Später hat ein moabitischer König dann, Balak hieß der, diesen abstrusen, perfiden Propheten Bileam, also Propheten in Anführungsstrichen, Bileam angeheuert, hat gesagt, der muss kommen und hat diesen Bileam gesagt, pass mal auf, verfluche Israel. Das war ein Moabiter, der hat gesagt, hier, verfluche Israel. Der Bileam war sehr speziell und hat also den Job da angenommen. Und letztlich war er bereit, Israel zu verfluchen, hat aber dann jedes Mal, was da rauskam, war Segen, was er gesagt hat. Ihr kennt die Story bestimmt.
Jetzt hat er viermal wieder erwarten und gegen den Willen seines Auftraggebers, also Israel, gesegnet. Und dann hat er eine prophetische Vision gehabt. Und da hat er was gesagt. Es ist eine messianische Verheißung. Ja, dieser abstruse, was auch immer, keine Ahnung, Prophet, hat eine messianische Verheißung gehabt. Also angestellt war, um Israel zu verfluchen. Da sagt er, 4. Mose 24, Vers 17, ich sehe ihn, aber nicht jetzt. Ich schaue ihn, aber nicht nahe. Es tritt hervor ein Stern aus Jakob und ein Zepter erhebt sich aus Israel und zerschlägt die Schläfen Moabs. Da war der gute Balak dann also endgültig kuriert. Jetzt hat nämlich er auf einmal die Flüche abgekriegt und das war nun nicht das, wofür er den angestellt hatte. Aber das war Moab. Moab war heidnisch, Moab war feindlich. Das ist wie in Israel heute. Du hast Völker um dich rum, die sich irgendwie feindlich verhalten. Das ist heutiges Jordanien von der Region her. So, Moab wurde in einem völlig, völlig abstoßenden Akt von Unzucht, Inzucht, gezeugt. Und steht im übertragenen Sinne für geistliche Unzucht. Also im übertragenen. Moab steht für geistliche Unzucht, ein Symbol für geistliche Unzucht. Steht für Vermischung mit guten geistlichen Dingen und Dingen, die Gott ein Greuel sind. Das ist genau wie mit diesem abstrusen Bileam. Die Grenzen zwischen echter Prophetie und Wahrsagerei verwischen sich ja, wo der dann da kommt und irgendwelche Flüche machen soll. Das verwischt sich. Segen und Fluch verwischt sich völlig. Unklar, völlig unklar. Ja? So, und genauso ist es mit dem Stammvater von Moab, nämlich mit Lot. Der Lot zieht mit den Auserwählten ins verheißene Land und zieht es dann vor, zu dem Inbegriff der Sünde, nämlich nach Sodom zu gehen. Versteht ihr diese Situation? Das ist da wie ein Muster. Ja? Er wohnt in Sodom, eine Stadt, die wirklich nun für Unzucht steht auch. So, und dann hat tatsächlich die Moabiter, damals bei dem Volk Israel, als es ausgezogen ist, Unzucht als Waffe eingesetzt. Die haben ihre Frauen eingesetzt, um die Israeliten eben in Unzucht zu bringen, was den Zorn Gottes hervorgerufen hat. Um sie in geistliche Unreinheit zu ziehen, um sie zu schwächen, um sie zu Fall zu bringen. Und deshalb kam es im Rahmen dieses Auszugs aus Ägypten zu einer sehr bemerkenswerten Aussage Gottes hinsichtlich Moab. Da heißt es in 5. Mose 23 ab Vers 4, ein Ammoniter oder Moabiter darf nicht in die Versammlung Jahwes kommen. Auch die 10. Generation von ihnen darf nicht in die Versammlung Jahwes kommen. Für ewig. Du sollst, das ist eine Anordnung Gottes, ja? Du sollst ihren Frieden und ihr Wohl nicht suchen alle deine Tage für ewig. Also, wir müssen uns das schon mal bewusst machen. Das ist ein Auftrag Gottes. Es ist Bestandteil des ewigen, unveränderlichen Wortes Gottes. Gott sagt, ein Moabiter kann nicht ins Volk Gottes kommen. Geht nicht. Gilt generell und gilt für ewig. Und dann lässt Gott ausgerechnet eine moabitische Frau Bestandteil des messianischen Stammbaums werden. Eine direkte Vorfahrin von König David. Eine direkte Vorfahrin von Messias? Ja, sorry, wie kriegen wir das denn zusammen? Hier sehen wir das Erbarmen Gottes. Gottes unvorstellbares Erbarmen, das ist nämlich der Punkt, um den es hier geht. Diese Story zeigt uns die Möglichkeit, dass aufgrund der Gnade und der Liebe Gottes
trotz des Fluches, trotz des Gesetzes, trotz der Sünde, trotz des Ausgestoßenseins, trotz des Lebens in dieser heidnischen Welt, es möglich ist, gerettet zu werden, wenn man sich dem Gott Israels zuwendet. Selbst dann, wenn das Wort anscheinend unumstößlich gegen einen steht. Hier geht es um eine ganz heiße Story. Und ich will euch was sagen, die wird noch spezieller. In der Bibel gibt es mehrfach vier Frauen, die erwähnt werden. Vier Frauen. Und zwar, vor der Sintflut werden die Namen von vier Frauen erwähnt. In der Arche waren vier Frauen. Und im Judentum gibt es das Bewusstsein der vier Mütter, die dem ganzen israelischen Volk das Leben schenkte. Vier Mütter. Das ist im Judentum sehr bekannt. Vier Mütter, das sind Sarah, Rebekka, Lea und Rahel. Vier Mütter. Also dieses Ding mit vier Frauen kommt in der Bibel mehrfach vor. Und wenn wir uns dann den Stammbaum Jesu in Matthäus 1 angucken, was stellen wir fest? In dieser Auflistung, die da ist, werden auch vier Frauen genannt. Vier Frauen im Stammbaum Jesu. Der Stammbaum Jesu in Matthäus 1 hat es in sich. Und er ist viel, viel explosiver, als wir normalerweise ahnen. Da sind die vier, ich sag mal, Mütter des Stammes Juda aufgezählt. Tamar, Rahab, Ruth, deshalb kommen wir da drauf, und Bathseba. Die stehen da drin. Ausgerechnet diese vier Frauen. Vier Frauen. Du, wenn du die mal genauer anguckst, da stehen dir die Haare zu Berge, sofern vorhanden. So, jede von diesen Vorfahren des Messias ist eindeutig negativ belastet. Gucken wir uns an. Tamar, das war die Lady, die sich als Hure verkleidet hat, um sich von ihrem Schwiegervater Juda schwängern zu lassen. Weil diese Sache mit dem Söhnen, das funktioniert irgendwie nicht richtig. Das war eine ganz normale Frau, aber irgendwie war die da in Bedrängnis und hat gesagt, hier, der sorgt nicht dafür, dass ich hier Nachwuchs kriege. Dann hat sie sich das ausgedacht, dass sie sich als Hure verkleidet, wo dieser gute Juda jetzt auch noch die Dienste nutzt, ja, und ihr dann dieses Pfand gibt. Und später, nach ein paar Wochen oder was, kommt das dann raus und sagen, hier, deine Schwiegertochter. Also nicht verheiratet, ja, Schwiegertochter im Hause, ne, die da so, weil ihr Mann war gestorben, hat Hurerei getrieben. Ist schwanger. Und er sagt, da geht's aber jetzt los. Ja, und dann zeigt sie ihm oder lässt ihm senden das Pfand. Und er schnallt, oh, ich bin der Vater. So, durch diese Story, nicht die anderen Söhne, sondern durch diesen Sohn, beziehungsweise das waren Zwillinge, soweit ich mich erinnern kann, Peretz und Serach, durch diese Kinder kommt die messianische Linie. Durch die Tamar, die sich als Hure verkleidet. Also Unzucht. Tamar, Thema Unzucht. Komische Geschichte. Rahab, es ist die Lady von Jericho. Eine kanaanäische Prostituierte. Der Inbegriff von Unzucht. Die gehörte auch nicht zum Volk Gottes. Kam irgendwie rein. Das waren die, die überlebt haben, sie und ihre Familie in Jericho. Unzucht. Und diese Bathseba, das war die Lady mit dem Ehebruch von David. Die hat sich irgendwie nach ihrer Periode hat die sich gereinigt, ja, also diese Reinigungszeremonie durchgeführt. Und irgendwie hat das spitz gekriegt, hat die gesehen.
dann hat er sie sich holen lassen. Das ganze Ding ging ab, blöd aus, weil um das Ganze zu vertuschen, hat er sogar ihren Mann umbringen lassen. Das war wirklich, 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 wirklich blöd. Und es war Ehebruch. Im gewissen Sinne auch wieder Unzucht. Und genau diese Bathseba, das ist die Mutter Salomos. Das ist genau die messianische Linie. So, der Messias hat also hier vier, also inklusive Ruth, vier sehr bemerkenswerte Vorfahrinnen. Ich dachte nicht, dass die Männer besser drauf waren, aber hier werden eben die Frauen genannt. Und die Ruth, wie schon gesagt, war eben eine Moabiterin aus dem feindlichen heidnischen Volk, das nach dem Gesetz niemals reinkommen durfte. Und das ganze Volk war ein Symbol für Unzucht, geistliche Unzucht. Und genau diese vier Frauen, sind im Stammbaum des Messias. Das ist ein Zeichen dafür, welche Gnade Gott hat. Welche Gnade da ist. Da fällt mir nur ein Vers ein, Römer 5, Vers 20. Wo aber die Sünde mächtig geworden ist, da ist doch die Gnade noch viel mächtiger geworden. Weißt du, viele Menschen schleppen sich damit rum. Kann ich zu Gott kommen? Bin ich würdig, zu Gott zu kommen? Ich habe so viel in der Vergangenheit und meine Familie ist so schlecht und mein Umfeld ist so schlecht und ich komme aus so einem komischen Hintergrund und was ich gemacht habe und so weiter. Und das ist wie eine Geißel des Feindes, der irgendwelche Denkmuster gebraucht, damit ja die Leute sich nicht bekehren. Aber ich sage dir eins, es ist vollkommen wurscht, was du getan hast. Die Arme Gottes sind weit ausgebreitet. Und wenn du kommst, nimmt er dich mit größter Begeisterung auf. Was ist nötig? Ganz einfach, kann ich dir sofort sagen. Es ist das Bekenntnis, wohin du gehst, dahin will ich auch gehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk. Und dein Gott ist mein Gott. Nur der Tod soll mich und dich scheiden. Schaut, wir klinken uns durch die Bekehrung in die Heilsabsichten Gottes ein, die nun mal eben mit Israel gegründet sind. Und die Bibel spricht davon, dass wir eingepfropft sind in diesen Baum. Wir sind als Außenstehende reingekommen. Ja? So, das Schöne ist, dass Gott sagt, ich kann dich einpflanzen. Ich kann dich einpflanzen in meine Heilsabsichten. Du kannst Teilhaber sein. Du kannst Teilhaber sein von meinen ewigen Plänen und Heilsabsichten. Und genau das ist das, was hier passiert ist. Und genau das ist das, was die Ruth gemacht hat. Und das ist bemerkenswert. Also, die Story ist, Gott nimmt dich an. Gott nimmt dich an. Gott nimmt dich an, egal wie deine Situation aussieht. Wir müssen das kapieren, dass Gott nicht abgestoßen wird von irgendwelchen Dingen, die wir in der Vergangenheit gemacht haben. Wichtig ist, dass wir zu ihm kommen. Wir können aus dem letzten heidnischen Umfeld und Milieu kommen, sag ich mal. Wenn wir sagen, ich kling mich in dieses Volk Gottes ein, ich kling mich in diese Heilsabsichten ein. Ich komme raus aus meinem Umfeld und gehe in dieses Volk Gottes hinein. Werde Teil des Volkes Gottes. Nimmt Gott dich an. Gott nimmt dich an. Keine Sünde, egal wie groß sie ist, kann dich davon abhalten, von Gott angenommen zu werden. Nur wir selber, wenn wir uns nicht auf den Weg machen, wenn wir es nicht wollen, dann werden wir da nicht reinkommen. Orpa, die Widerspenstige. Das ist ja genau die Story. Du kannst dich entscheiden, gehe ich hinein als Kameradin oder gehe ich zurück und widerstrebe dem, was da sich an Möglichkeiten für mich auftut. Gott nimmt dich an. Gott nimmt dich an, egal wie dein Leben gelaufen ist. Ich möchte das wirklich nochmal betonen. Gott nimmt dich an. Gott nimmt dich an. Er wartet nur drauf. Es gibt nichts, was uns abhalten kann. Es gibt nichts, was uns scheiden kann von deiner Liebe. Nichts. Keine Sünde ist so groß, dass Gott darüber so schockiert wird, dass er sagt, also dich bitte nicht. Und dafür sind diese vier Ladies ein winziges Bild, um zu sehen,
Gott nimmt die sogar, um seine Heilsabsichten mit dem Messias hervorzubringen. Hätte Gott nicht sehr leicht sich eine makellose, tipptopp, super gute, heilige Ahnenreihe machen können? Ja, natürlich. Hat er aber nicht. Warum? Weil er will, dass du weißt, dass das so gelaufen ist. Und wenn du dir die anderen Typen da anguckst, die da aufgeführt sind, wie gesagt, da sind noch andere haarsträubende Storys. Sowas wie diese Judas-Story. Und trotzdem bringt der Herr seine Absichten durch. Wichtig ist, dass wir uns aufmachen und sagen, ja, ich nehme das an. Ich will dabei sein. Das ist für mich. Und dann kommen wir schon zum zweiten Punkt. Und der zweite Punkt, das ist ein Geheimnis, was in dieser Story drin ist. Und das ist nämlich, ein bisschen hat es schon angeklungen, die Beziehung zwischen Israel und der Gemeinde. Oder sagen wir mal zwischen Neuem Bund und Altem Bund. Zwischen uns und eben Israel. Heute. Das ist ein im hohen Maße prophetisches Bild. Naomi, logischerweise, steht für Israel. Okay? Wonne, Lieblichkeit, symbolisiert das alte Israel. Das alte Israel, das Gesetz, das Wort, die von Gott gegebene Ordnung. Boas wird genannt, das ist der Löser. Der Löser. Das ist ein Bild für Jesus, den Erlöser, ne, unseren Erlöser. Moab ist ein Bild für die Diaspora. Israel verlässt sein Land, verlässt sein Erbteil, was Gott gegeben hat, warum auch immer, und geht in die Nation, geht in die Fremde, geht unter die Heiden und leidet dort, verliert dort allerlei. Absolut logisch. Und Ruth steht für das Volk des neuen Bundes, für die Gemeinde, für die junge Braut aus den Nationen, die junge Braut aus den Heiden, aus der Fremde. Das sind wir. Das sind wir. Wir sind die Position von Ruth. Und Naomi ist die Position von alten Israel. Und logischerweise, wie ich vorhin schon sagte, kommt Ruth zum Zeitpunkt der Bekehrung, zu Beginn der Gerstenernte, in dieses Gottesvolk hinein. Genau. Da klingt sich's ein. Das ist der Zeitpunkt, wo es losgeht. Und dann gibt es diese eigentümliche Story, wo Naomi der Ruth rät, wie sie sich dem Boas in dieser Tenne nähern soll. Ganz eigentümlich, wenn man das so liest. Kapiert man gar nicht, ist prophetisch zu verstehen. Ich sag mal, das alte Israel weiß noch, wie man sich dem Messias nähert. Die kennt die Gepflogenheiten und die kann der Braut raten, der jungen Frau, so musst du das machen. So, und dieses Ding, wie sie letztlich dann das Herz von dem Boas auf der Tenne erobert, ist gefüllt mit Hinweisen darauf, wie wir als Volk Gottes, wie wir als Gemeinde uns Jesus, dem Messias, dem Erlöser, nähern können. Sie rät unter anderem der Ruth, du sollst dich baden, also reinigen, heiligen. Sie soll sich salben. Ja, für Reinigung, Salbung. Soll ihre besten Kleider anlegen. Soll sich also wirklich frei machen von dem Alltagskrempel. Dann soll sie zur Tenne gehen. Tenne. Was ist Tenne? Tenne ist natürlich der Ort, wo Spreu und Weizen getrennt wird. Tenne ist der Ort, wo Wind geht. Ja, dann wird das hochgeworfen. Damals wurde das hochgeworfen und der Wind hat dann die Spreu weggeweht.
Tenne ist auch der Ort des Heiligtums. Die Bibel berichtet, dass David den Ort, wo der Tempel gebaut hat, von dem Jebusiter Arauna gekauft hat. Es war eine Tenne. Der Tempel steht auf dem Gelände einer Tenne. Das ist kein Zufall. Und dass die Bibel das berichtet, ist kein Zufall. Das ist eine wichtige Info. Diese Tenne hat David gekauft, um dort das Heiligtum Gottes zu bauen. Ich sag mal so, um den Platz dieser Tenne kloppt sich heute die ganze Welt. Hä? Wirklich? Tenne. Dann sagt nur Omi ihr, verhalte dich ruhig. Leg dich zu seinen Füßen. Leg dich zu seinen Füßen. Das spricht von Anbetung. Das spricht von diesem wirklichen Anbetung. Ja? Leg dich zu seinen Füßen. Und gehorche dem, was er dir sagt. Amen. Das sind alles Dinge, die für uns wichtig sind. Wenn wir uns dem Herrn nähern wollen, genau das ist es. Wir kommen in Anbetung, wir kommen in Ehrfurcht, wir kommen, um zu hören und nicht um irgendwas vorzuplappern. Wir kommen an den Ort des Heiligtums, in sauberen, reinen Kleider gewaschen, wir nahen uns ihm. So, und die olle Naomi, die wusste eben, wie die Gepflogenheiten sind, wie man sich dort in Israel diesem Mann nähern durfte. Sie hat Anweisungen gegeben und Rat gegeben und sie konnte dieser jungen Frau eben noch helfen mit viel Weisheit, wie sie sich ihrem Geliebten nähern kann. Das gilt bis heute. Leute, die das Alte Testament gering achten, verpassen so unendlich viel, weil sie nicht wissen, wie sie sich wirklich ihrem Geliebten nähern können. So, heute in unseren Tagen erleben wir etwas Weltgeschichtliches. Naomi kehrt in ihr Land zurück. Israel ist wieder dabei, ins Land zurückzukommen. Ich sag mal so, das Jubeljahr ist angebrochen. Das Erbteil wird wieder erstattet. Sie sind wieder da. Naomi ist wieder da. Amen. In unseren Tagen, nachdem wir, wer weiß, wie lange weg waren, Jahrhunderte, irgendwo, kehrt sie zurück, im übertragenen Sinne, ins Haus des Brotes. Und weißt du was? Die Gemeinde, die ruht, wir ziehen mit ihr. Wir ziehen mit ihr. Wir gehen in die Erntefelder. Das ist der Job. Unser Job ist, in die Ernte zu gehen. Ganz einfach. Die Ernte des Herrn, damit die Scheunen voll werden. Es ist Erntezeit. Und die Bibel berichtet ausdrücklich im Buch Ruth, dass die ganze Zeit während der Gerstenernte und während der Weizenernte auf den Feldern von dem Boas da aktiv war. Das ist 3 Monate. Und das steht für die gesamte Zeit von Passa durch die ganze Woche von diesem Matzot, durch diese 50 Tage Omerzählung bis Pfingsten und noch darüber hinaus. Und in dieser Zeit sammelt die, mehr oder weniger unscheinbar, aber doch gut bewacht, die Ehren auf. Hingegeben. Und dort, in der Ernte, findet sie den Boas. Da begegnet ihr der Erlöser. Da begegnet ihr der Starke. Boas heißt der Starke. Dort begegnet ihr Jesus. In der Ernte. Weil sie dieser alten Naomi treu geblieben ist und gesagt hat, dein Gott ist mein Gott. Dein Volk ist mein Volk. Weißt du, aus Gottes Sicht gibt es nur ein Volk Gottes. Und das besteht aus Israel, dem Stamm und den Wurzeln von dem Ölbaum und denen, die sich am Einpropfen lassen. Und das sind wir. Diejenigen, die ins Volk dazugekommen sind. Dort begegnet ihr Jesus. So, und so spricht diese Geschichte
von gigantischer Gnade Gottes, von großer Barmherzigkeit. Sie spricht davon, dass die Frau aus dem verfluchten Volk trotz allem, obwohl das Wort glasklar gegen sie steht, kommen darf. Das Gesetz steht gegen jeden von uns. Und wir dürfen trotzdem kommen. Wir dürfen trotzdem kommen zum Herrn. Er wartet nur auf uns. Die Frau aus dem verfluchten Volk darf Anteil haben an den Segnungen des Gottesvolkes, was auserwählt ist. Sie wird eingepfropft. Ruth, ein Bild für dich und mich. Wichtig ist dieses Bekenntnis. Wichtig ist die Arbeit in der Ernte. Ich glaube, wir als neutestamentliche Gemeinde müssen Israel in der gleichen Art und Weise sehen, lieben und respektieren, wie Ruth das mit Naomi gemacht hat. Und ich glaube, wenn wir dieses Bild verstehen, dass wir dann den richtigen Blickwinkel haben, wie wir Israel sehen, wie wir uns sehen. Dein Gott ist mein Gott. Versteh mich richtig. Israel ist nicht perfekt. Israel ist wie Mara. Vielleicht war die ein bisschen quengelig. Wie gesagt, schwer traumatisiert, die Frau, was die durchgemacht hat. War vielleicht keine super freundliche, leicht zu nehmende, tipptopp Schwiegermutter. Wir wissen es nicht. Vielleicht war sie schon ein bisschen spröde. Aber egal. Ruth war an ihrer Seite, Ruth war treu, Ruth hat sie begleitet, Ruth ist mitgegangen und Ruth hat gesagt, dein Volk ist mein Volk, dein Gott ist mein Gott. Und, noch doller, dann sagt sie, nur der Tod soll mich und dich scheiden. Das gilt für uns. Wir stehen mit Israel unlösbar zusammen. Warum? Weil wir uns zu dem Messias Israels bekehrt haben. Jeshua HaMashiach. Der aus dieser Linie kommt. Und der ist unser Retter. Der ist unser Erlöser. Und wir wenden uns nicht ab wie dieser Opa, was Millionen von Menschen machen, die mit irgendwas sich beschäftigen, in irgendwelche religiöse oder sonstige Dinge gehen. Nein, wir gehen an der Seite Israels hin zu Messias. Und wir gehen in die Ernte, Leute. Wir gehen in die Ernte. Der Herr will, wenn er kommt, seine Gemeinde in der Ernte finden. In der Ernte. Nicht im Hinterstübchen. Auch nicht im Fernsehsessel. In der Ernte. In der Ernte. Aktiv in der Ernte. Doch, was habe ich denn schon zu machen? Da ein paar Ehren einzusammeln? Ja, fang mal an. Da ist Schutz. Da ist Gunst. Leg los. Wir dürfen als junge Braut aus den Nationen, zu der wir gehören, hineinkommen in die Absichten Gottes. Wir kommen dahin und finden unsere wahre Bestimmung. Und da gibt es ja diese sonderbare Geschichte mit diesem Löser, ganz eigentümlich, da mit diesem Schuh und so weiter, im Tor. Da gibt es ja noch einen anderen, der näher verwandt ist, wenn ihr die Geschichte lest. Aber der Boas sagt zu ihm, also pass mal auf, Junge, du bist zwar vor mir dran, aber wenn du das Grundstück von der Naomi haben willst, da gibt's noch was Kleingeschriebenes. Du musst die Ruth zur Frau nehmen. Und da ist er einen Schritt zurückgegangen und hat gesagt, Hilfe, das dann doch nicht. Ja? Und dann konnte der Erlöser kommen. Dann konnte er das nehmen. Der musste erstmal frei werden. Auch bei uns ist das so. Ja? Der Erlöser kommt und sagt, ich will das haben.
Aber da gibt es vielleicht Anrechte. Da gibt es vielleicht irgendwelche Dinge, wo irgendwer sich hinstellt und sagt, nee, so einfach ist das nicht. Aber der Erlöser sagt, ich will die aber zur Frau. Die gehört dazu. Und das ist etwas, wo niemand und nichts etwas dagegen tun kann. Wenn der Messias aller Welt kommt und sagt, den will ich, die will ich, das ist jemand, mit dem ich die Ewigkeit verbringen will, kann nichts und niemand sich dazwischen stellen. Außer wir selber. So, dieses Thema mit dem Erlöser ist hochinteressant. Und es ist ja interessant, dass die Bibel den Begriff Erlöser für den Messias gebraucht. Weil im biblischen Verständnis ist er in der Tat der Erlöser, derjenige, der uns rauslöst. Löst aus den Bindungen, löst aus den Problemen, löst aus dem, wohin wir immer eben drin hängen. Beispielsweise hier aus diesem heidnischen Background. Rausgelöst ins Volk Gottes hinein. So, das gilt für dich und mich, und da steckt was drin. Jesus ist der Erlöser. Er löst dich von den Dingen, wo du gebunden bist. Er löst dich aus deiner Krankheit, er löst dich aus deinen Schmerzen, er löst dich aus deinen Schulden, er löst dich aus deiner Armut, er löst dich aus was weiß ich immer für Problemen. Er löst dich aus dem Dreck der Welt, er löst dich aus dem, wo du drin hängst. Deshalb ist er gekommen. Er ist der Erlöser, der uns rausholt. Der Erlöser. Erlösung ist das volle Paket. Das ist das volle Paket. Erlösung ist nicht einfach nur hauptsachgläubig. Nee. Er hat alles gegeben. Er hat das Kleingedruckte gelesen. Er hat das ganze Package genommen, inklusive der Lady. Und genauso ist es mit uns. Der Erlöser nimmt uns. Wir gehören zu ihm. Wenn wir erlöst sind, sind wir von allem erlöst, was in dieser Welt irgendwie versucht, uns festzuhalten. Ich möchte es ganz klar nochmal sagen. Wir sind erlöst von Schmerzen. Wir sind erlöst von Gebrechen. Wir sind erlöst von Krankheit. Wir sind erlöst von irgendwelchen dubiosen Nöten, die dieses System dieser Welt uns aufhalst. Schulden, Arbeitslosigkeit, Beziehungsprobleme oder was auch immer. Wir sind erlöst. So, viele von uns, inklusive mir, haben aber mit diesen Problemen zu tun. Schmerzen, Krankheit, irgendwas. Unsere Tochter ist vor 2 Tagen ins Krankenhaus gekommen. Das sind Umstände, die sonderbar sind. Aber wir sagen, das akzeptieren wir nicht. Wir finden uns damit nicht ab. Wir sagen, es kommt der Tag, wo es keine Krankheit mehr in dieser Familie geben wird, wo es keine Schmerzen, keine Gebrechen mehr geben wird. Wir beanspruchen es im Namen Jesus, weil er ist unser Erlöser. Wir sind gelöst davon. Und wenn das heute noch da ist, es kommt der Tag, wo es nicht mehr da sein wird. Es kommt der Tag, wo wir frei sind. Und so musst du das auch machen. Sprich zu deinen Schulden, es kommt der Tag, wo ihr verschwunden sein werdet. Sprich zu negativen Beziehungen, wo irgendwelche Schwierigkeiten sind, Positives hinein, Leben hinein. Das ist prophetisches Reden. Mobbing. Sprich im Glauben dagegen. Sprich gegen die Krankheit und gebrauche den Namen des Erlösers. Doch vielleicht habe ich heute noch mit dir zu kämpfen. Aber morgen preise ich den Herrn, weil ich das überwunden habe. Wir müssen ein Verständnis dafür haben, was der Herr für uns getan hat. Es ist nicht nur, du bist bekehrt und wenn du stirbst, bist du im Himmel. Nein, das ist nicht die biblische Botschaft. In dem Moment, wo du dich bekehrst und wiedergeboren bist, bist du bereits ein Himmelsbürger. Du bist eingepflanzt in die himmlische Dimension. So sagt der Epheserbrief. So. Und da müssen wir hinkommen. Wir müssen kapieren, wer wir sind. Wir müssen verstehen, hey, ich gehöre nicht mehr zu diesem heidnischen Kram.
Nichts mehr hier mit komischer geistlicher Unzucht oder sonst was für ein Umfeld. Ich gehöre zum Volk Gottes. Ich bin auserwählt. Ich habe einen Erlöser. Und der macht mich frei. Der macht mich frei von den Dingen, mit denen ich bisher vielleicht noch gekämpft habe. Er macht mich wirklich frei. Und das ist etwas, wo wir uns in unserem Dienst wirklich nach ausstrecken, wo wir reingehen wollen. Dass wir sagen, wir akzeptieren das nicht. Wir akzeptieren die Machenschaften des Feindes nicht. Wir akzeptieren sein blödes Getue nicht. Wir akzeptieren das, was er uns aufhalst, nicht. Wir sagen, nein, wir lehnen es ab. Annahme verweigert. Im Englischen sagt man back to sender. Ja, zurück an den Absender. Zurück. Zurück. Zurück mit den Flüchen in deinem Leben. Zurück mit den Rückschlägen, den Problemen, den Dingen, die dich entmutigt sind, wo der Feind einfach dich geraubt hat. Ich brauche nichts zu erzählen, jeder weiß es. Zurück damit. Damit wir als das Volk Gottes wirklich so leben, wie der Herr es für uns hat. Erlöser. Erlöser. Wir sind losgemacht. Freigemacht. Herr, ich bitte dich um Offenbarung deiner Erlösungskraft in unserem Leben. Du hast damals das so geführt, dass selbst diese Frauen in deinem Stammbaum enthalten sind, unter anderem diese Ruth, die dieses prophetische Bild ist. Du nimmst uns an, du pflanzt uns ein, pfropfst uns ein in deine Heilsabsichten und wir gehören zu dir, zu deinem auserwählten Volk. Wir sind die Braut. Offenbare uns, was das bedeutet, dass du uns freigekauft hast, dass wir erlöst sind, dass wir zu dir gehören und zu niemand und nichts sonst. Wir gehören zu dir und du bist der Starke. Dein Schutz ist um uns herum. Deine Engel sind um uns herum. Deine Segnungen sind für uns da. Lehre uns, die Machenschaften des Feindes nicht zu akzeptieren, sondern zu widerstehen, wie die Bibel sagt, damit er vor uns flieht. Und bring uns in das hinein, was der Herr für uns hat. Bring uns in das hinein, was du für uns vorbereitet hast. Bring uns in das hinein, was uns zur Verfügung steht. Und die Bibel schreibt, es ist mehr, als wir erfassen können. Paulus betet dafür, dass die Christen kapieren, was das ist, welche überschwängliche Herrlichkeit, welcher Reichtum. Und er sagt, das ist eben Höhe, Breite, Tiefe und Länge. Dass wir kapieren, um was es geht, was er für uns errungen hat. Wir sind sein, wir gehören zu ihm. Wir sind auserwählt, wir sind seine Braut, die er mit Augen voller Liebe, voller Wohlwollen anschaut. Herr, lehre uns, die Werke des Feindes zu hassen und wirklich zurückzuweisen. Und die Dinge, die er uns aufhalsen will, wirklich zurückzuweisen. Lehre uns wirklich, unsere Hacken einzugraben und zu sagen, bis hierhin und nicht weiter. Und Herr, lehre uns, in guter und angemessener Weise auch an der Seite Israels zu stehen. In einer Weise, die dir wohlgefällig ist, in einer Weise, die jetzt nicht irgendwie so komisch ist, sondern eine Herzensverbindung. Weil wir wissen, dass diese alte Naomi eben auch zu deinen Plänen und Absichten gehört. Amen.